Hallo. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin ein besorgter Bürger. Nee, warte mal, andersrum. Ich bin ein Bürger, dem es mal wieder besorgt werden muss. So, weil, ja, das ist, wissen Sie, das ist im Kopf, ist bei mir im Moment so ein bisschen durcheinander. Das ist, wissen Sie, das Problem sind ja nicht die Flüchtlinge, sondern das Problem ist die wirtschaftliche Entwicklung. Das Problem sind die Kriege. Nee, das ist das eigentliche Problem, ne, das, was wir da haben. Das. Und das ist halt auf Dauer dann auch, weil wir sind Wirtschaftsflüchtlinge. Wir sind die Wirtschaftsflüchtlinge, weil wir flüchten von den billigen, von den teuren Läden in die billigen Läden. Und die Firmen flüchten mit ihrer Produktion von den menschenwürdigen Ländern in die menschenunwürdigen Länder. Der Hoeneß ist auch ein Wirtschaftsflüchtling. Und Freigänger. Und hat einen Job bei den Bayern. Das ist doch keine Strafe, oder? Tagsüber bei den Bayern und abends muss er nie bei seiner Frau schlafen. Das ist das eigentliche Problem mit den Wirtschaftsflüchtlingen. Das. Aber weil wir das eben auch nicht so... Nee, jetzt im Sommer standen ja plötzlich all unsere Politiker standen vor den Kameras, ne, und haben sie gesagt, hier, 800.000 Flüchtlinge, das ist für Deutschland weder logistisch noch finanziell ist das ein Problem. Da haben sie diesen Sommer, stand der Gabriel, stand die Merkel, standen sie alle vor der Kamera, ne, haben gesagt, hier, 800 ist für uns kein Problem. Schade, dass das die ganzen Flüchtlinge nicht mehr hören kann, die letztes Jahr im Mittelmeer ersoffen sind. Schade, dass sie nie wissen, dass das dann doch kein Problem war. Die mussten halt gluck, gluck. Was war eigentlich das Problem? Naja, ich meine, alle finden es ja nicht gut. Also der Joachim Herrmann, ne, der Innenminister von Bayern, von der CSU, der hat ja gesagt, dass diese 143 Euro Taschengeld für die Balkanflüchtlinge, ne, das wäre eine Zumutung für den deutschen Steuerzahler. Ne? Und er würde sich fragen, wie lange sich der deutsche Sozialstaat diese Großzügigkeit noch leisten kann. Ne? Und da frage ich mich, wie lange kann sich der deutsche Sozialstaat und der deutsche Steuerzahler noch leisten, Joachim Herrmann Monat für Monat brutto ca. 21.000 Euro zu überweisen? Weil wissen Sie, mit diesen 21.000 Euro könnte man einen Balkanflüchtling 12 Jahre lang 143 Euro Taschengeld im Monat überweisen. Ne, und bis dahin sollten selbst die deutschen Behörden seinen Antrag dann auch abgelehnt haben. Das ist, und wenn ich das manchmal so höre, ne, dann möchte ich manchmal, ne, aber ich tue es dann doch nicht. Das ist wie mit dem Helfen. Ne, die Gedanken sind halt frei und halt auch ohne Konsequenzen. Das ist ja das Schöne. Ich hab da lange mit meinem Psychotherapeuten drüber gesprochen. Und ganz lange haben wir Psychotherapeuten kennen Sie, oder? Das sind Leute, die haben selber so viele Meisen, dass sie die Meisen der anderen Leute problemlos zuordnen können. Ja. Na, wir haben da lange drüber gesprochen. Ja, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass halt doch am Ende des Tages 20% aller Menschen Arschlöcher sind. Und wir haben wirklich lange diskutiert. Weil er war der festen Überzeugung, dass mindestens 50% aller Menschen Arschlöcher sind. Und da habe ich zu ihm gesagt, das können wir so in der Öffentlichkeit nicht sagen. Ja, das gibt ja Unruhe im Saal, dann gerät das große Arschloch-Scannen los. Ne? Jeder zählt dann so im Kopf für sich durch. Ne? 1 Arschloch, 3 Arschloch, 5 Arschloch, das bringt Unruhe. Ne? Und Unruhe wollen wir nicht, wir wollen ja ruhig bleiben. Das haben wir gelernt. Ne? Zwischendurch mal eine Scherzfrage. Wo geht man rein, lässt wahnsinnig viel Geld und hinterher geht es einem besser? Früher war die Top-Antwort Kirche. Ja, heute ist es der Biomarkt. Der Biomarkt ist ja für meine Generation so eine Art Santiago de Compostela geworden. Eine Generation, die vor ein paar Jahren noch Kunststoffgranulat in der Geschmacksrichtung Erdbeere gekaut hätte, wenn es nur weich genug gewesen wäre. Geschmacksrichtung, das ist auch wieder so ein Wort, Geschmacksrichtung.
Geschmacksrichtung Erdbeere. Entweder es ist Erdbeere oder es ist keine Erdbeere. Aber Geschmacksrichtung Erdbeere heißt so viel wie, da ist alles drin, nur keine Erdbeere. Es gibt ja inzwischen schon Chips in der Geschmacksrichtung Steak. Ja, wie traurig ist das denn? Du, ich habe Lust auf ein leckeres Stück Fleisch. Hm, ich kaufe mir eine Tüte mit frittierten Kartoffeln. Aber mir passiert das nicht. Ich bin Bio. Sie sind auch Bio. Das sieht man. Wir sind Bio. Wir sind so Bio, wir verwesen schon zu Lebzeiten. Über 7,5 Milliarden Euro gaben die deutschen Bundesbürger im letzten Jahr für Bio-Lebensmittel aus. Das Problem ist halt nur, dass die Anbaufläche kaum wächst. Deswegen muss mehr und mehr importiert werden. Und das Ganze nicht auf einem Pony oder einem Paddelboot aus Panama, sondern mit dem LKW. Und der LKW fährt halt nicht mit dem Restalkohol aus dem Atem des ukrainischen LKW-Fahrers. Jede Biogurke hat inzwischen mehr Malzen-Moor-Punkte als Frank-Walter Steinmeier. Aber das ist dieses Dilemma, in dem wir stecken. Wir wollen gesund essen, wir wollen alles richtig machen und erzeugen als Nebenprodukt Umweltverschmutzung. Und das tut auf Dauer weh im Kopf. Wie du es machst, du machst es immer falsch. Das tut weh. Und um diesen kognitiven Masochismus auf Dauer durchzustehen, da braucht man eine wahnsinnig breite moralische Selbstbeschissbandbreite. Quasi so eine Art geistige Flatrate. Und da sind wir wieder beim besorgten Bürger. Weil Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Früher waren das so ein paar Frauen, die liefen quer diagonal durch die ganze Stadt auf der Suche nach dem einzigen Biomarkt und das Ganze für eine Handvoll linksrum gemörster Hirse. Deswegen waren die auch immer so dünn. Das lag nicht an der Ernährung, sondern weil die immer so weit zu diesem Laden laufen mussten. Und die sind ja nur zu Fuß gegangen. Bevor die sich in ein Auto gesetzt hätten, da hätten die sich mit Blausäure vergiftet, die sie vorher selber aus Mandeln gekeltert haben. Und heute ist es genau umgekehrt. Du fällst aus der Tür raus und stehst vom nächsten Biomarkt. Und auch da haben wir ja inzwischen die Bio-Discounter. Auch da haben wir es wieder geschafft, billig. Wir brauchen dieses Geiz, wir wollen es dann doch nicht zahlen, was es wert ist. Und so fallen wir aus der Tür in den Biomarkt und fahren trotzdem mit dem Auto hin, weil es ja Biodiesel. Aber was will man von Menschen erwarten, die erst Rucola wie die Verrückten fressen, seit es Rucola heißt? Früher hieß Rucola Rauke und war Unkraut. Kein Mensch wollte Rauke, aber Rucola, immer her damit, immer her, pack's mir auf die Pizza, egal, pack's mir. Das ist dieses, weil wir nicht nachdenken und ja uns auch immer wieder Begriffe untergejubelt, die Sprache. Es ist am Ende des Tages die Sprache. Ich warte, was Sie uns als nächstes unterjubeln. Da werden Sie auch marketingtechnisch wieder irgendeinen Begriff britannisieren. Ich sehe uns schon in 2-3 Jahren, wenn wir alle wie die Bekloppten Liebstöckel fressen. Ja, das heißt dann Love Stiletto. Ja. Wie die Bekloppten werden wir in den Biomarkt unserer Wahl rennen und kaufen Love Stiletto. Natürliches Aphrodisiakum. In Biomärkten, da heißen Brotaufstriche ja auch Rapunzel und Zwergenwiese. Die Menschen dort kaufen offensichtlich nicht anhand von Einkaufszetteln ein, sondern nach Märchenbüchern. Früher hieß es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wir haben gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wir haben auch nicht nachgefragt, weil wir nicht wissen wollten, was auf den Tisch kommt. Weil wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es nicht gegessen.
Heute beginnt ja die lückenlose Nahrungsaufklärung schon samstagmorgens in der Biobäckerei an der Theke. Da ist eine 60-Meter-Schlange und dann steht vorne wieder der Experte und fragt, das sind Merkornbrötchen, ne? Sind da auch Sonnenblumen gerne drauf? Oh, dann geht das nicht, ich hab da eine Unverträglichkeit. Und dann immer der Satz, haben Sie auch normale Brötchen? Haben Sie auch normale Brötchen? Ich warte ja auf den Tag, wo so eine Bäckerei-Fachverkäuferin mal ganz trocken antwortet, nee. Das tut mir leid, aber ich habe hier nur ganz schlimme depressive Hefeschicksale. Das Mohnbrötchen ist suizidgefährdet. Die Laugenstange ist geistig behindert. Ja, und das Weckmännchen hat einen ganz schweren Kontaganschaden. Haben Sie auch normale Brötchen? Aber das sind diese Grünkernspalter, die sind ja auch dann so genau. Die verfolgen ja das Brötchen ja auch in die Tüte, wie die Katze dem Laserpointer folgt. Und als letzter Akt in diesem Stück kommt dann jedes Mal bei einer 60 Meter langen Schlange, kommt immer der Satz, 6,20 Euro, och, dann zahle ich mit Karte. Früher hat man mit Schrot kein Brot gebacken, sondern Gewehre geladen. Aber das ist, weil wir alles richtig machen wollen. Und deswegen gehen wir in den Biomarkt. Aber wir gehen dahin, weil wir denken, es ist richtig. Und wenn wir mehr bezahlen, dann sind wir aus der Verantwortung raus. Und dann ist es so eine Art Ablasshandel. Und deswegen schieben wir uns schlecht gelaunt den Bulgursalat rein, ne? Und träumen von Chips mit Steakgeschmack. Freuen Sie sich auch schon auf die Zigarette nach der Sendung? Ich könnte das nicht. So lange warten. Und dann auch noch so einem Idioten dabei zugucken müssen. Ist doch schrecklich. Gibt es hier überhaupt noch Rauch oder sind Sie schon alle Bio? Ich frage ja nur das. Wissen Sie noch, warum Sie angefangen haben zu rauchen? Erinnern Sie sich noch an den Marlboro-Werbespot? Come to Marlboro Country. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Was für ein männlicher Werbespot. Cowboys auf Mustang, Hengsten in der Prärie. Leder, Libido und Lagerfeuer. Tabak und Testosteron. Pfundskerle und Pferdesterne. Gegen den Marlboro-Mann wirkt Helmut Schmidt doch wie ein Hustenbonbon. Der Spot läuft heute manchmal auch noch im Kino. Aber immer wenn ich den jetzt sehe, muss ich an Brokeback Mountain denken. Funktioniert nicht mehr. Aber wegen dem Spot habe ich mal angefangen zu rauchen. Ich wollte so sein wie der Marlboro-Mann. Ich wollte die Freiheit inhalieren. Ich wollte sie spüren. Ich wollte sie ganz in mir aufnehmen. Ich wollte so sein wie dieser Marlboro-Mann. Gut, gelandet bin ich beim HB-Männchen. Aber Werbung hat schon eine unglaubliche Macht, oder? Da wird dir Freiheit verkauft und landen tust du im Knast, im Gefängnis deiner Sucht. Jahrzehnte später bekämpfst du sie mit Nikotinpflastern und lässt die Akupunkturnadeln in die vollkommen verrauchten Nervenbahnen stechen. Ja, wobei, das geht ja noch. Vier der Marlboro-Männer sind an den Folgen des Rauchens gestorben. Aber gut, wen wundert's? Das ist genauso, als wenn rausgekommen wäre, Meister Propper bekam seine Glatze von den giftigen Dämpfen von seinem blöden Putzmittel.
Die Jungs in dem Spot dachten doch, sie sind so frei, sie könnten fliegen. Und da mussten sie kapieren, dass man mit kaputten Lungenflügeln offensichtlich nicht fliegen kann. Das größte Abenteuer in dem Leben war die Chemotherapie. Sucht als Freiheit zu verkaufen, das kann nur die Werbung. Die Werbung ist voll von Freiheit. Ist schon mal aufgefallen? Die Werbung ist voll von Freiheit. Visa, die Freiheit gönne ich mir. Na, wie schnell die Freiheit Ihre Kreditkarte endet, können Sie sehen, wenn am Ende des Monats die Abrechnung kommt. Da lassen Sie Ihre Freiheit nämlich in ziemlich genauen Zahlen ausdrücken. Oder vor ein paar Jahren gab es noch Free and Easy. Kennen Sie es noch? Kostete 25 Euro Aktivierungsgebühr. War ein Handytarif von E+. Tabakwerbung ist im Fernsehen verboten. Handywerbung ist immer noch erlaubt. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Versuchen Sie mal, Ihrer 14-jährigen Tochter für eine Woche das Handy abzunehmen. Sie würden sich wünschen, die würde mit dem Rauchen anfangen. Aber wie frei sind wir Menschen denn nun wirklich? Ich meine, unsere Vorfahren, die haben die amerikanische Unabhängigkeitserklärung formuliert. Wir haben die Bastille gestürmt, wir haben gegen die Sklaverei gewütet, wir haben für die sexuelle Revolution gekämpft, wir haben für die Emanzipation der Frau gekämpft, wir haben uns von den Religionen und ihren starren Regularien distanziert, wir haben die DDR auf den Müllhaufen der Geschichte katapultiert und den Mann abgewählt, der uns blühende Landschaften versprach, aber nur Kohl anbaute. Wir hatten die Nase voll von der ewigen Lüge, vom mehr Netto, vom Brutto und haben die FDP aus dem Parlament geschmissen und wünschen ihnen mehr Hirn statt Zwirn. Das alles haben wir getan. Und dann lassen wir uns verführen von der Perfidie einer Werbestrategie. Vielleicht, weil wir uns mittendrin verloren haben. Vielleicht, weil wir mit diesem Begriff der Freiheit gar nicht mehr umgehen können. 1000 Kilometer von hier sterben Menschen dafür und wir können nicht mal mehr diesen Begriff füllen. Das ist ein Lied von Marius Müller-Westernhagen. Wir haben Freiheit neu definiert, wir haben sie neu gefüllt. Kommerz und Konsum sind unsere neuen Religionen. Der Einkauf im Apple Store, das Ave Maria, Teilen und Liken, das tägliche Halleluja. Petitionen sind der neue Pranger, Kommentarfunktion die öffentliche Steinigung. Wie die Bescheuerten warten wir auf die neue iWatch. Da kommt die iWatch, das ist total geil, da kannst du die Uhrzeit nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf der Uhr sehen. Ich warte hier auf den Tag, wo die erste iChurch eröffnet wird. Da werden wir dann alle miteinander stehen und beten. Apple unser im Himmel, geheiligt werde dein iPhone. Dein Design komme, deine Handyortung geschehe. Wie in der iCloud, so auch auf Erden. Unser tägliches Wi-Fi gib uns heute. Und vergib uns unsere Fettfinger, wie auch wir vergeben der schlechten Akkulaufleistung. Und führe uns nicht ins Funkloch, sondern erlöse uns von Microsoft. Denn dein ist das MacBook, das iPad und der iPod in Ewigkeit. Update. Verloren und die Wirtschaft macht sich schon lange Gedanken über unsere Freiheit. Wir sind irgendwo mittendrin, sind wir verloren gegangen. Wir halten uns alle Wege offen. Hashtag MyWay singen. Wir gehen keine Verbindlichkeiten mehr ein, weil das wäre ja keine Freiheit. Hashtag Looking for Freedom. Und die Folge? Einsamkeit. Und wissen Sie, wie man dieses Motto nennt? Soll alles möglich bleiben, kann nichts wirklich werden. Das ist ein toller Satz. Das ist leider nicht von mir. Er ist von Wilhelm Schmidt, nicht Helmut, Wilhelm. Der Mann ist Philosoph für Lebenskunst. So eine Visitenkarte hätte ich auch gerne. Aber ich will Ihnen den Schmidt im Wortlaut nicht vorenthalten. Was die Befreiung aber mit sich bringt, ist nicht nur Freiheit, sondern auch eine große Sinnlosigkeit. Aufgerissen von der Auflösung zwanghafter, aber sicherer Bindungen.
Die Tragik der Freiheit als Befreiung besteht darin, ein Individuum freigesetzt zu haben, das in seiner vielfachen Bindungs- und Beziehungslosigkeit kaum mehr zu leben vermag. Wie ein erratischer Block steht es in der Landschaft der Moderne, versteht sich selbst nicht mehr und weiß mit sich nicht umzugehen. Ihr habt mich noch nie so gut beschrieben gefühlt. Aber merken Sie was? In dieser Lücke der Leere und der Langeweile, der Beziehungs- und der Bedingungslosigkeit, da sitzt die Werbebranche und mit ihr die gesamte Wirtschaft. Da wird der Profit maximiert. Da schütten sich die Manager die Boni aus, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Da werden Krankheiten erfunden, um Medikamente zu verkaufen. Da werden technische Gadgets entwickelt, um unserem Alltag einen Sinn zu geben. Da werden morgen schon Bedürfnisse gestillt, die wir heute noch gar nicht kennen. Den Sinn des Lebens gibt's jetzt nur noch mit Ladegerät. Liberté toujours. Die Zeilen von dem Schmidt, der Anlass war die Intronisierung vom Gauck. Als der Gauck rankam, hieß doch immer, das ist der Präsident der Freiheit. Ich habe mich immer gefragt, welche Freiheit denn da so gemeint ist. Und als dann im Zuge der Finanzkrise die Occupy-Bewegung aufkam, dann nannte der Gauck die Demonstrationen unsäglich albern. Es gab unser Feinschliff Rhetoriker in einer Zeit von sich, in der Millionen Menschen in die Privatinsolvenz mussten und die Banken durch Steuergelder gerettet wurden. Und weiter gaukte der Gauck, wer die Freiheit liebt, wird sich dahin bequemen müssen, sie auch in den Wirtschaftsprozessen zu wollen. Und das ist so ein Satz, den müssen Sie sich mal bei 15 Whisky-Cola durch den Kopf gehen lassen. Wer die Freiheit liebt, ja wer denn nicht, wird sich dahin bequemen müssen, warum wird es denn jetzt anstrengend, sie auch in den Wirtschaftsprozessen zu wollen. Daher wird der Wind. Aber solange wir unsere gewonnene Freiheit nicht endlich eine Form geben und sie mit Inhalt füllen, sind wir offen für alles, was uns Wirtschaft und Politik präsentieren. So offen wie die Eingangstore am Tag der offenen Tür beim Gauki. Und da sitzen die Ökonomen schon lange mit am Tisch. Jetzt habe ich die Flüchtlinge schon wieder vergessen. Wie schnell das geht, ne? Schon wieder vergessen. Das ist, weil auch alles alternativlos ist. Wir sind so drauf trainiert worden mit diesem Alternativlos. Das ist alles alternativ und fantasielos. Wussten Sie, dass das Wort alternativlos 21 Punkte beim Scrabble bringt? Ja, ich dachte, für irgendwas muss es ja gut sein. Und wussten Sie, dass in dem Wort alternativlos die beiden Wörter alternativ und los stecken? Also quasi geradezu eine Aufforderung, neue Wege zu gehen? Aber wir haben Angst vor diesen neuen Wegen. Deswegen wählen wir ja auch immer wieder die Merkel. Und wir werden die Merkel so lange wählen, bis die Medizin so weit ist, dass der Kohl wieder kann. Wir haben Angst vor der Veränderung. Und es ist in der freien Wildbahn immer das erste Zeichen dafür, dass eine Spezies ausstirbt. Anarchophobie, das ist die Angst vor den Spinnern. Die Angst vor dem Spinner in uns. Wir gehen nur noch die formatierten Gedenkwege ab. Alles Neue ist eine Gefahr unserer Existenz. Aber ich glaube, genau die Spinner sind die, die uns am Ende des Tages retten werden. Oder was glauben Sie, was haben seine Freunde von dem Typen gedacht, der als erster Mensch auf der Welt wie wild zwei Stöcke aneinander gerieben hat, stundenlang, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Wie seine Freunde haben gedacht, der hat nicht alle Bügel im Spind. Das ist ein Spinner. Und nur ein Spinner kann der festen Überzeugung sein, dass auch in so einer sinnlosen Tätigkeit wie dem Aneinanderreiben von zwei Stöcken etwas so Schönes, Warmes, Lebenserhaltendes entstehen kann wie Feuer. Oder wann haben Sie sich das letzte Mal zu Hause hingesetzt und sind stundenlang einer Tätigkeit nachgegangen, ohne zu wissen, ob es was bringt? Also jetzt außer Fernseh gucken und Staubsaugen. Wir haben das eigenständige Denken outgesourced. An Leute, die sowieso nie ganz dicht sind im Kopf. Kabarettisten zum Beispiel. Die stehen jeden Abend auf der Bühne, weil ihnen zu Hause keiner mehr zuhört. Und die Familie zahlt keinen Eintritt. Ja, natürlich geht das hier um Geld. Was haben Sie denn gedacht? Ich bin auch wegen Geld hier, natürlich. Wenn Kabarettisten die Welt verändern wollten, dann würden sie ihre steilen Thesen auf öffentlichen Marktplätzen austragen und nicht in gut gefüllten Stadtteilen gegen Eintritt. Natürlich geht das hier um Geld. Aber denken Sie an diesen Spinner, der stundenlang diese Stöcker da gerieben hat. Ich muss da immer an Lubow Fiedler denken.
Das ist nicht der Erfinder der Geige. Lubow Fiedler war ein Spinner im besten Sinne. Er hat sein Leben lang nach Lösungen gesucht, wo die meisten Leute nicht mal das Problem gesehen haben. Im Englischen sagt man, to think outside the box. Und diese Kiste hier, diese Box ist von Lubow Fiedler erfunden worden. Und jetzt fragen sich, was muss man da erfinden? Das ist eine Kiste. Aber Lubow Fiedler hat verstanden, wenn man außerhalb dieser Kiste denkt, dann ist in der Kiste Platz. Platz für ein Geschenk. Das Geschenk des Spinns. Und dieses Geschenk, und jetzt kommt das Wunderbare, dieses Geschenk ist so groß, so wunderbar, dass plötzlich die ganze Kiste hineinpasst. Und das kann nur ein echter Spinner. Ein Gedankendenken, der so groß ist, dass plötzlich das ganze Denken hineinpasst. Und so ein Mensch war Lubow Fiedler. Er hat bewiesen, dass sich selbst die physikalischen Gesetze dem Denken beugen muss, wenn man sich traut zu spinnen. Lubow Fiedler wurde 1958 in seiner Heimat der damaligen Tschechoslowakei wegen seiner Spinnereien für 2 Jahre zur Zwangsarbeit in einem Kohlebergwerk gezwungen. 1966 gelang ihm die Flucht nach Österreich. Lubow Fiedler war ein Flüchtling. Gute Nacht.